Ich verliere die Kontrolle! Stein scheint jetzt stabil zu sein. Der Zorn der Dämonen wurde gezähmt. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Er kommandiert seine Streitkräfte aus dem Ariad-Krater heraus. Ich werde das Schlachtfeld überqueren und diesen Wahnsinn beenden. Die Bastion ist sicher. Genug des Kampfes innerhalb der Mauern. Ich werde mich jetzt Asmodans Kriegsmaschinen im offenen Feld stellen. Solch tödlichen Feinden so lange widersetzt haben, spricht für ihren Heldenmut. In der Tat, diese Männer haben sich als wahre Krieger erwiesen. Den Göttern sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Genug Wut. Da, ein würdiger Gegner. Fangen an, die Hoffnung zu verlieren. Die Reihen der Dämonen scheinen endlos. Sie kommen ohne Unterlass, Tag oder Nacht. Und egal, wie viele wir von ihnen töten, nichts verlangsamt ihren Wurm. Wir kommen zu spät. Wir werden alle sterben. Ich brauche mehr Zeit.
Es ist der Held der Bastion. Euch folge ich. Noch nicht bereit. Die Brücke von Korsik. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals sehen würde. Geschafft.
konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden gleich machen. Mutige Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts! Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater. Wir haben hart gearbeitet, um euer Schwert der Gerechtigkeit neu zu schmieden. Ich freue mich schon darauf, euch zuzusehen, wenn ihr es endlich wieder schwingt. Und jetzt, Beeilung!